Komm schon, jetzt bleib im Ball. Bleib im Ball. Hallo, liebe Freunde der schlechten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Röhnchen. Und nach dem heißen Kampf gegen Kabu, sollen wir jetzt durch die Naturzone nach Claw City gehen? Das machen wir jetzt auch. Na, direkt durch. Na, also, Kabu war schon wirklich ein harter Gegner. Aber gegen unser Feuerteam hat er keine Chance. Da steht Hopp schon. Okay, Hopp rennt direkt durch. Komm, gehen wir, Röhnchen. Hä? Oh, da ist Kabu nochmal. Der Arenaleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß. Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf. Noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Oh, das ist aber nett. Oh, und das sind noch Kate und Yaro. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugzeugtaxi so schnell war. Röhnchen, Hopp, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Oh, das ist aber echt nett. Aber nicht nur als Arenaleiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat. Und um euch, um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Was? Sind jetzt unsere Fans? Hopp, 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 unser Hopp ist total top. Lol. Und auch Röhnchen, das ist doch klar, ist genauso unschlagbar. Ja. Okay. Die Arena-Leiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm weiter, Röhnchen. Claw City erwartet uns. So, wir sind schon in der Naturzone angekommen. Da hast du uns wieder, Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Orinchen. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich ein paar stärkere Pokémon schnappen. Das stimmt. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's. Ein neues Kapitel in der Länge. Ja, ja. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Auch eher wieder Betsy. Hi. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht so weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht einmal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich. Da drüben.
Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamir 2 hat Aurönich einen kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwas schon vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Aurönchen und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Ja, Hopp, jetzt musst du dich beweisen, ne? Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Aurönchen, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Ja. Yeah. Das machen wir. Das machen wir. Und ich habe schon im Wetter gesehen, dass es in einer bestimmten Ebene ein ideales Wetter gibt. Wir steigen auf unser Fahrrad. Und um da ein Pokémon zu fangen, was ich haben will. Was ich auch für das Team haben will. Relaxo. Vorsicht. Hier habe ich mich auch schon mal ein bisschen das Meistergriff. Hier habe ich mich auch schon mal ein bisschen umgeguckt, auch bei den anderen Zonen. Einfach mal so abgefahren, mal geguckt. Wir werden das auf jeden Fall nochmal on-cam machen. So, hier schnell durch. Da war ein Geradax. So, und zwar wollen wir auf diese Ebene hier, Megalithen-Ebene. Hier gibt es nämlich ein Pokémon, das ich haben will. Jetzt muss ich gucken, dass es auch erscheint. Da sind Maracamba gewesen. Oh! Da kommt mal eben Symbolara. Hallo? Es ist sonnig, ja. Auf Level 30. Ja, nee, da fliehen wir eben schnell. Wenn wir können. Kosmikkraft. Level 30. Da können wir davon ausgehen, dass dieses Pokémon, was ich haben will, auch so um den Level ist. Willkommen. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken. Es ist recht klein. Na, ja, das ist es aber. Doch, das ist es. Holunk. Molunk kann ich gefangen und das will ich haben. Ein Feuergift-Typ. Jetzt ist die Schwierigkeit. Molunk nützt uns nur weiblich etwas und das ist schon mal männlich. Deswegen muss man hier schon mal fliehen. Das ist nur weiblich wirklich gut. Da ist noch eins. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht werde ich das schneiden. Wenn jetzt nicht schnell ein weibliches Molunk kommt. Wieder männlich. Die Chance, ein weibliches zu finden, liegt bei 12,5%. Also die ist jetzt nicht so hoch. Da man aber hier gezielt auf Molunk gehen kann, dürfte es gar nicht so lange dauern. Da ist noch eins. Und Molunk tauchen hier nur auf, wenn es wirklich sonnig ist. Da ist ein weibliches, da haben wir es direkt schon. So, Molunk ist recht fragil. Ich will lieber mit der Glut hier rein. Giftzahn. Ja, noch eine Glut setzen wir ein, auf jeden Fall. Um es zu schwächen. Oh, erst versteckt unsere Feuerattacke. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu viel Schaden, was da jetzt kommt. Okay. Ein weibliches Molunk. Ich habe schon den perfekten Namen dafür. Beutel. Kommt direkt super bei. Kein Risiko eingehen hier. Level 29. Das heißt, wir nehmen es noch nicht ins... Wow. Wir nehmen es noch nicht ins Team, weil
Es würde sonst viel zu sehr overleveln. Das machen wir, sobald unsere Pokémon so Level 29 erreicht haben. Komm schon. Molunk, lass dich fangen. So. Komm. Ran da. Das ziert sich ein bisschen. Okay, das haben wir gesehen. Bissglut gibt seinen Lockduft, ne? Jetzt nicht so doll, aber Molunk wird noch richtig gut. Beziehungsweise die Weiterentwicklung am Vierer. Ich liebe am Vierer, ich habe also ein gutes Problem. Nee, Renkenschmied hat es drauf. Renkenschmied ist ein guter Setup. Jetzt Angriff plus 2. Was haben wir denn noch? Finsterball? Ja, Finsterball ist hier gar nichts, Quillball auch nicht, Mistball auch nicht. Freundesball, Mistball. Wir werfen einfach mal einen Freundesball. Gucken wir uns den mal. Nee, mag's auch nicht. Molunk möchte nicht unser Freund werden. Dann bist du jetzt kommen. Was haben wir noch für Bälle? Heilball? Ja, wir nutzen mal ganz normal Pokéball, mal gucken. Oh, dieses Molunk zieht sich echt. Was ist da los? Komm schon, jetzt bleib im Ball. Komm, komm, komm. Klar, ich könnte das jetzt noch weiter sprechen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Um, sonst kill ich's nachher mit Volltreffer oder so und auf Pokémon. Kein Wackler, aber ich zähl mal aus. Ja, alles viel zu riskant hier. Auf keinen Fall. Das ist mir alles viel zu riskant, Leute. Obwohl, ich könnte mit dem Käferbiss reingehen. Käferbiss wird vierfach resistiert von Molunk. Oh, das ist jetzt nicht leicht. Komm schon. So, Käferbiss. So, roter Bereich. Roter Bereich ist schon mal gut. So, weiter Attacke mache ich auf keinen Fall, weil jetzt reicht selbst Volltreffer Käferbiss aus. Das ist zu besiegen. Jetzt bleib doch drin. Ich hab doch schon einen Namen für dich, Mann. Hey, dieses Sexy, komm. Jetzt gibt's noch Claudi. Ah, Claudi ist besiegt. Natürlich nichts Pokémon, also das Molunk wollen wir sich entgehen lassen. So, Wüsteros. Guck, machst du das? Was haben wir noch für Bälle? Heilball? Ja, komm, wir setzen einfach mal einen Nestball ein. Der ist eigentlich nur für schwächere Pokémon, aber mal gucken. Das waren zumindest schon mal zwei, war klar. Komm, einen Nestball haben wir noch. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Nein! Willst du einen Heilball? Komm, nur dann und bleibst, dann bist du sofort geheilt. Ist doch super, oder? Bleibst du denn? Okay, Molunk ist gerade ein teurer Spaß, was Bälle angeht. Hm. Es ist im roten Bereich, also weiter schwächen kann ich es nicht, weil sonst ist RIP. Ich weiß, der Spaß ist jetzt nicht ganz so spannend, zumindest für einige Leute. Ich denke mal, andere lachen sich gerade ins Häuschen oder fliegen mal mit, dass das Ding endlich mal im Ball bleibt. Boah, Molunk hat so gar keine Lust, ne? Komm, Molunk, du hast es gut in unserem Team. Du wirst zu unserem Main-Team werden. Oder zu einem Main-Team-Mitglied. Definitiv. Komm schon. Ist das schon zweites Pokémon funktioniert? Jetzt bleib im Ball, das wäre schön. Du bist für mich. Du bist für dich. Am besten noch mehr. Noch besser. Bei mir müssen. Bei mir wird es dir gut gehen. Auf jeden Fall. Komm. Tu es. Ja, wir haben Molunk. Wir haben Molunk endlich. Oh Gott. Oh, das hat sich aber wirklich geziert, ey.
Es erhitzt die Körperflüssigkeit, die es in seinem Giftsäcken produziert, mit Flammen aus seiner Rute. Dadurch wird Giftgas freigesetzt. Ein Giftfeuertyp. Jo, ich möchte einen Spitznamen geben, und zwar auch eine Zuschauerin, die jetzt leider es nicht geschafft hat, in Ultramond im Team zu kommen. Deswegen wird sie hier ins Team kommen, und zwar, ich hoffe, du schaust zu, ne? Ramona ist wieder im Team. Ja, sie war auch schon mal bei Alpha Saphir im Team drin gewesen. So, wir gucken uns erstmal Ramona an. Ramona. Da fällt mir ja glatt mein Headset vom Kopf. Alter. Okay, ein schlechteres Wesen kannst du gar nicht haben, ne? Mit Spezialangriffs-Drop-Wesen. Alter. Also, Molunk ist fragil, ist eine Glaskanone. Die einzigen Werte, die so richtig gut bei Amphira sind, also bei der Weiterentwicklung, ist der Spezialangriff und die Initiative. So, Spezialangriffs-Drop. Yay. Dafür Spezialverteidigung-Boost, ja, toll. Egal. Behalten wir. Feuer, Giftzahn, also Glut, Giftzahn, Lockduft, Ränkeschmied. Ist okay. So, erstmal in die Box. Das nehmen wir erstmal noch nicht mit, weil es ja Level 29 ist, haben wir gesehen. So. Jetzt werden wir erstmal unsere Pokémon heilen. Weil wer weiß, was gleich noch irgendwie kommt. Das Ding hat aber auch Bälle geschluckt, ne? Also. Ah, ich wollte Mysteros doch einen anderen Namen geben. Der Name gefällt mir doch nicht so sehr. Beim nächsten Pokémon Center werden wir das machen. So. Alles klar. So, wir müssen nach Claw City. Das ist da vorne. Was heißt da vorne? Das ist, hier ist doch ein bisschen. Hier ist noch ein Stückchen. Hier gibt es Zickzacks. Wir fahren wieder mit dem Fahrrad. So. Was gab's da? Maracamba, Golbit. Ja, hier sind schon ein paar stärkere auch. Rizeros. Ah, das ist so ein Simvolara. Hier gibt es auch, Fukano, das weiß ich. Aber die Fukano hier sind mir noch ein bisschen zu stark mit Level 45. Das bringt uns alles nichts. Können wir hier aussuchen? Das ist noch ein Simvolara. Ein Waschaquil. Was war das? Sedimantur, Stalobor. Ein Fasersnob. So, jetzt sind wir schon auf dem Chlorpatau. Plateau. Und Fasersnob, ein Rexpleaser. So, wir sind da. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deinen Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden und den Wasserorden und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Das Betsy ja wieder. Du schon wieder. Wartest du auf Hop? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm die Empfehlung geschrieben hat. Hop hat verloren gegen Betsy. Das ist bitter. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena Challenge
zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Oh, ja. Aber Hopp ist nicht du und Hopp hat... der steht wieder auf. Ne? Dass du sofort aufgeben würdest, das war klar. Sieh da, sie wollen meine Orden sehen. Bitte sehr. Danke, Challenger Betsy. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Okay. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Mhm. Alter. Ich glaube, Betsy wird noch so aufs Maul fliegen. Und ja, ich nenne ihn mit Absicht Betsy. Ne? Weil es für mich eine Betsy ist. So, wir haben Claw City erreicht. Eine neue Stadt. Eine Burg eher. Okay. Eine schöne Burg. Hier ist ein Pokémon hinter. Da gehen wir hin. Wir wollen den Namen ändern von Mysteros. Pokémon Erinnerungen. Das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal Namen bewerten, ganz kurz. Und zwar Mysteros auswählen. Ja, ein anderer Name. Ich habe mir überlegt, Mysteros ist nicht so doll. Wir nennen es... Damit weiche ich von meiner Norm ab. Ne? Das ist kein Y im Namen. Es heißt jetzt Flacker. Flacker ist, glaube ich, besser. Ist stimmiger. Dieser Name passt viel besser zu ihm. Ja, danke. Nein. So, was sind Pokémon-Erinnerungen? Oh, du glaubst nicht. Ob du es glaubst oder nicht. Irgendwie kann ich die Erinnerung von Pokémon erspüren. Wähle ein Pokémon, über dessen Erinnerung du mehr erfahren möchtest. Also gute Frage. Wir nehmen einfach mal Tyler. Tyler war dabei, als Aurönchen ein Cortini gefangen hat. Okay. Das ist dann uninteressant. Gut. Wir wollen noch ein paar Pokébälle kaufen. Da sind ja ein paar ausgegangen, oder ein paar Superbälle eher gesagt. So. Zwei Premierbälle kriegen wir dabei. Schön. Wir haben noch 14 Supertränke. Heißt, wir kaufen 6, damit wir die 20 voll haben. So. Haben wir unsere Pokémon? Unsere Pokémon sind geheilt. Jo, Claw City. Da sehe ich schon auf jeden Fall Betsy. Ich will mich erstmal links und rechts ein bisschen umgucken. Ist das okay? Danke. Oh Gott, die Stadt ist riesig. Gut, wir gehen erstmal in fremde Gebäude rein. Und machen den Fernseher an. Das dürfen wir nicht vergessen. Fernseher an. So. Du und deine Pokémon, ihr habt das Zeug, dicke Freunde zu werden. Gib einem Pokémon dieses Item. Wir kriegen schon mal was, das ist schon mal gut. Wird es zutraulicher, die Sanftglocke. Haben wir ein Pokémon, was durch Freundschaft entwickelt? Ich glaube nicht. Aber willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Ja. Das ist wahrscheinlich Zutraulichkeitswert. Denke ich jetzt mal. Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Das ist Zutraulichkeitswert. Was ist das andere dann? Tyler, du bist jetzt erstmal unser Versuchskaninchen. dieses Pokémon ist ein Bild. Das war ja klar, dass das Bild jetzt wieder verschwindet. So. Es könnte sich noch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Tyler, hast du gehört? Du musst dich noch ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. So.
Wir gucken uns erstmal links. Hier war was. Bevor wir zu Betsy gehen und dem Ligapräsidenten und Olivia, werden wir uns erstmal ein bisschen umschauen. Was haben wir hier? Ein Restaurant? Wer bist du? Der Ach, hier ist der Bahnhof. I know. Ach, wir können uns hier hinsetzen, wir können in Ruhe warten. Da ist ein Duselkur. Dusel. Was bist du für einer? Komm, mein Pokémon Supermarkt. Brauchen wir jetzt nicht. Hier darf man keinen Moment lang unachtsam sein, sonst trifft man die Hinterlassenschaften von eines Duselkur. Also, lol. Okay. Die Hinterlassenschaften. Das ist, eine nette Umschreibung. Oh. Hey, wir... Ja, okay, wir dürfen hier nicht durch. Da ist wieder ein, Team Yell-Typi. Ein Kralowitz. Mhm. So, hier ist ein, Ball. Zuckererdbeere. Zuckerwerk in Form einer Erdbeere. Gibt man es ein Hokumil zum Traben, dreht sich vor Freude im Kreis. Okay. Sonderbonbon, gut. Nehmen wir. Können wir hier nicht rein? Nein, schade. Gut, was haben wir hier noch? Wer bist du denn? Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Würdest du ihn für mich überbringen? Okay. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Und dann vertraue ich dir mal meinen Brief an, ja? Ja, und wen? Einen vergibten Brief. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um es einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sie es Eltern vergibt. Und zwar. Ich bitte, bitte bring ihn zu Frank in Fairbelly. Okay, da müssen wir wahrscheinlich noch hin. Da ist auch noch ein Item. Schlaubrille. Ein Agent zu tragen. Diese dicke Brille verstärkt auf Spezialangriff basierende Attacken. Okay. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Das wäre eventuell was für Ramona, ne? Guck mal. Waren wir hier schon in den Häusern drin? Nee, ne? Erstmal Fernseher anmachen. Zack. Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken ver... Ach so. Ja. Wir gehen hier in alle Häuser rein. Machen alle Fernseher an. Sei gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Nein. Wenn man Smalltalk macht, sagt man nicht so, oh, wir haben ja schönes Wetter. Nein, das ist ein absoluter Killer. Mikros. Fernseher an. Und was du? Nee, das ist ein Mikro. Oh. Ich lebe mit Mikro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Sehr schön. Wir haben aber nichts mit dem Flugtaxi am Hut. Okay. Okay, okay. Gut, dann rechte Seite haben wir schon mal geklärt. Wir gehen auf jeden Fall dann mal die linke Seite abklappern. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ja, man nennt mich Mr. Focus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Prima bei ihm mit Fokusband kann es sein. Na, bringst du nötige Entschlossenheit, mich zum Kampf herauszufordern? Okay, kämpfen wir. Ja, du bist voll fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Focus jetzt beim eigenen Leib zu spüren bekommen. Okay, Mr. Focus. Sven, Mr. Focus. Also Sven Focus. Wurmball. Ja, Wurmball, du hast null Chancen. Level 2. Okay, das hat sich schnell erledigt, ne? Feuerwirbel. Wenn du einen Fokus zersträgst,
reicht der Feuerwirbel trotzdem. Ja. Fokus gut. Aber du bist in Notsituation, nützt dir gar nichts. Obwohl es eine gute Strategie ist mit Level 2 auf Notsituation und Fokus Sash. Aber der Feuerwirbel killt dich einfach. So. In Sachen Fokus hast du diesen Kampf gewonnen. Wo wer guckt. Oh Mann. Oh. Total mitleidig. Das hätte ich nie erwartet. Tja, es gibt... Gut, Fokus gut. So, ein Item zu tragen. Bei vollem KP bleibt der Träger nach einer K.O.-Attacke einmalig mit einem KP im Kampf. Das ist der Fokus Sash. Wäre auch was für Ramona. So, Fernseher an. Und wir verlassen uns dich wieder. Mr. Fokus. Mr. Fokus. So, wir haben hier ein kleines Bekleidungsgeschäft. Da kann ich einfach nicht dran vorbeigehen. Es tut mir leid. Es tut mir einfach wahnsinnig leid. Als erstes wollen wir erstmal ganz kurz hier rein. Und zwar Sportoberteil Feuer. Wollen wir das anziehen? Wollen wir das ausziehen? Wie sieht das aus? Achso, ablegen ist hiermit. Ja, eventuell. Ja, ziehen wir mal so an. Ja, Liga-Karte aktualisieren. So, mal gucken, was gibt's hier für Sachen, die wir darauf anziehen können. Auf das Feuerdingen hier. Das sieht eigentlich nice aus. Oh, sehr bunt. Was mit dem Roten nehmen wir? Willst du gleich anziehen? Ja. Was haben wir hier noch? Shirt. Okay. Lassen wir mal so. Trainingshosen. Nee. Wir bleiben bei unseren Jeans. Sporttaschen. Okay, Gift, Normal, Flugboden, Feuer. Ja, das passt doch zu uns. Feuer. Sportkappe, Pflanz. Oh, da müssen wir unser, unsere Frisur ändern. Machen wir aber nicht. So, Sportbrille. Wie sieht Sportbrille Feuer aus? Nee, lassen wir mal. So, Einkauf beenden. Wir sind wieder, wir haben wieder frische Klamotten an und schauen uns noch ein bisschen weiter um. Wie gesagt, die Zeit nehmen wir uns mal eben. Und beim nächsten Mal gehen wir dann zu Betsy. Hier ist wieder ein Kampfrestaurant. Hier haben wir einen Friseurladen, naja. Ich will mal gucken, gibt es hier vielleicht neue Frisuren? Hier ist ein Galaponita. Pony. Haare. Gut, was darf es heute sein? Nein, du hast keine neuen. Kann man dann... Ist das okay? Ja. Na schön. Einmal Spitzen schneiden. Dafür 3000 Poké-Dollar. Super. Wir lassen unsere Frisur so. So, tschüss. Weil immer im Voraus zahlen muss. Das ist... Bäh. Hier liegt ein Item. Ein Superschutz. Ein EFM. Da liegt noch ein Item. Hypertränke. Nehmen wir. Und hier können wir schon weiter. Da ist noch ein Pokémon Center. Hier wird ein Kampf ausgetragen. Rizeros gegen, nicht Chalelos. Chalelos ist die Vorstufe. Sondern, Muskelband.
Also Richaros gegen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall ein Wasserbodentyp. Jetzt denke ich den ganzen Tag drüber nach. Ich will jetzt ja auch nicht nachgucken. Okay, da ist wieder Team Yell, da kommen wir eh nicht rum, aber hier runter können wir. Was hast du denn? Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du einer dieser... Ja. Tyler kann einer lernen. Welche Attacke soll vergessen lernen? Für was denn? Für Feuersäulen? Nee. Feuersäulen braucht man nicht. Komm. Gastrodon! So hieß das. Gastrodon. Gastrodon. Mann, das ist mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rumgeschwirrt. So, wir rennen dann zurück. Wir fahren dann zurück. Zack. In Richtung Betsy. Dort geht auch die Story dann weiter. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Na, ich weiß, der Part war jetzt nicht so spannend, aber ich hoffe, der hat euch trotzdem gefallen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Röntchen. Ciao.